Willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder da seid, hier bei den Gamesfeld-Nachrichten. Ich bin der Pemin und habe zur Wochenmitte wieder vier Themen für euch. Fortnite, der Null-Bauen-Modus bleibt für immer. PlayStation Plus kommt ohne Ab-Tag-1-Feature. Die Xbox Games with Gold für den April sind bekannt. Und es gibt ein vierteljährliches Update zu Diablo 4. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt auf das Glöckchen. Viel Spaß mit den News. Als Epic den temporären Null-Bauen-Modus für die neue Fortnite-Season ankündigte, mischten sich die Stimmen aus endlich wieder Fokus auf Gunplay und das Alleinstellungsmerkmal von Fortnite fällt damit weg. Der Modus, ganz ohne Bauen, kam nun offenbar aber so gut an, dass der Entwickler kurzerhand einen permanenten Modus daraus macht. In Zukunft habt ihr also die Wahl, über die Entdeckenseite als Solo, Duo, Trio oder Team in den Spielmodus zu starten. Damit möchte Epic den Fokus wieder mehr auf die Kämpfe rücken. Aber keine Sorge, zahlreiche Hilfsmittel wie wiederaufladbare Schilde und Hochhinaushilfen stehen euch weiterhin zur Verfügung. Sony hat die Katze aus dem Sack gelassen. PlayStation Plus erhält eine Überarbeitung und wird mit PlayStation Now zusammen zu einem Xbox Game Pass Pendant umgebaut. Ein großer Vorteil des Xbox Game Pass ist dabei das Ab Tag 1 Feature, welches euch große Blockbuster ab Release kostenfrei als Abonnent zocken lässt. Ob das auch für das neue PS Plus geplant ist, dazu äußerte sich nun CEO Jim Ryan. Kurz und knapp, gegenwärtig gibt es bei Sony keine solchen Pläne. Das Geschäftsmodell sei für Sony profitabel genug, um durch die Erlöse mehr Geld in neue Spiele investieren zu können. Das gelte soweit zumindest für die nähere und planbare Zukunft. Heißt, für kommende First-Party-Titel bittet euch Sony weiterhin zur Kasse. Was ja nicht ist, kann ja noch werden. Auch im April bekommen wieder alle Abonnenten 4 Spiele gratis bei den Xbox Games with Gold. Für die Xbox One und Series erwartet euch zwischen dem 1. und 30. April Another Sight. In dem surrealen Fantasy-Steampunk-Abenteuer begebt ihr euch auf eine Reise im viktorianischen London. Zwischen dem 16. April und 15. Mai bekommt ihr dann Hue. Das ist ein farbenfroher Puzzle-Plattformer, in dem ihr eure verschwundene Mutter sucht. Zudem gibt es auch wieder 2 Xbox 360-Spiele für euch. In der ersten Monatshälfte bekommt ihr dieses Mal Outpost Kaloki X und in der zweiten Monatshälfte MX vs. ATV Alive. Wie gewohnt lieferte Activision Blizzard ein vierteljährliches Update zu Diablo 4. Dieses Mal widmete man sich hauptsächlich dem Thema Dungeons und Biome. Insgesamt soll der Titel dabei deutlich düsterer als der Vorgänger werden. Ziel sei es, eine hohe Glaubwürdigkeit zu erreichen und nicht den puren Realismus. Also wieder eher in Richtung Low-Fantasy-Gothic-Horror. Dabei spielt vor allen Dingen die Atmosphäre mit Wetter- und Beleuchtungseffekte eine wichtige Rolle. Zu dem ganzen Update wurden insgesamt 6 passende Videos veröffentlicht. 3, die sich um Orte an der Oberwelt drehen und 3 rund um Dungeons. Schaut die euch am besten einfach mal an und für mehr Infos könnt ihr euch dann auch noch den gesamten Blog-Eintrag reinziehen. Und damit sind wir wieder am Ende angekommen bei der heutigen Ausgabe der Gamesfeld-Nachrichten. Ich freue mich auf morgen um 19 Uhr, wie immer mit euch, mit mir und allem drum und dran. Servus!